Was haben wir denn jetzt hier? Mit T kann man die Questen ändern. Findet die Gefolge der Königin in Tanselbel. Sprecht mit dem Bootsmann, sprecht mit Corinur. Okay, das ist das hier. Findet die Gefolge der Königin in. Okay. Ich würde jetzt sagen. Wir schauen jetzt mal einfach, was wir so in der Gegend ein bisschen finden. Dass wir mal ein bisschen an Holz und so weiter kommen. Gut, ich müsste eigentlich was in der Bank haben. Da könnten wir mal schauen. Von einem anderen Charakter. Schauen wir mal. Können wir da vielleicht schon mal ein bisschen anfangen mit Waffen und so weiter gucken. Vielleicht können wir uns schon mal einen Bogen bauen. Seid gegrüßt. So. So, dann machen wir mal hier da. Fünffache Bewunderung, mein Freund. Ja, ja, ihr wollt eine Einzahlung machen, ja? Ah, da haben wir geschliffenes Ahorn. Das nehmen wir mal raus. Und haben wir dann sonst noch irgendwie Holz? Da habe ich meine zwei Tiere, aber die brauche ich nicht. Das nimmt bloß Platz weg. Ja, Mondstein, da können wir dann auch mal schauen, was wir reinspeisen können. Nein, sonst hat er nichts. Halt, da oben einlegen. Ach, da habe ich... Ne, die kann ich ja nachher anziehen, genau. Ah, das ist Müll. Das können wir vielleicht mal einlegen. Das verkaufen wir. Das können wir einlegen. Eisenrüstung, die können wir dann auch anziehen. Das ist das Ahorn. Das lassen wir mal. Das brauchen wir nicht. Knochen brauchen wir im Moment nicht. Mondsteine können wir reinschmeißen. Restliche, das behalten wir einfach mal. So, mal schauen, habe ich jetzt da noch was? Nein, da kann ich jetzt gleich noch mal Schweinepastete reinhauen. Gut, das müsste ja die Zeit laufen. Genau, wieder 35 Minuten. Warum nennt man da ausgerechnet 35 Minuten? Hm? Weiß ich nicht. Ja, toll, kann ich auch. Zum Gruße. So, dann gehen wir jetzt nämlich erstmal zum Schmied. Ah, nicht zum Schmied. Weil wir brauchen den Schreiner. Ups, was ist mit dem Pferd los? So, ein bisschen kenne ich mich ja hier schon aus, weil hier spiele ich ja meine andere Nachtklinge, die ich schon ein bisschen vorspiele, damit ich weiß, wie es ungefähr vorangeht. Wenn ich mal für mich selber spiele. So. Gut, dann. Schreinerbank benutzen. Also mit dem Beruf habe ich noch nicht viel gemacht. Also da müssen wir jetzt selber mal schauen. Herstellen. So, da habe ich zwei. Okay, nordisch. Achso, das ist dann, wie er ausschauen soll. Geschliffenes Ahorn. 4, 6. Ah, je mehr das ich nehme, desto stärker wird der, oder was? Aha. Da brauche ich dann Stufe 6. Das nennt ihr jetzt müsst ihr erstmal wissen, was meiner hat. Mein. Doch, hier. Nein, I. Jetzt, was hat mein Bogen? Der macht 11. Ja, da ist der schon mal besser. Dann schauen wir uns den nochmal an. So. Nein, den nicht. Nehmen wir den. Der macht zwar dann ein kleines bisschen mehr Schaden. Also, das ist die Frage. Nimm mal Knochen. Dann stellen wir den mal her. Gut, jetzt haben wir einen hergestellt. Verwerten. Kann man den kann man ja zum Beispiel wieder verwerten, aber das mache ich jetzt nicht. Aufwerten. Kann ich den jetzt aufwerten? Die Waffe kann ich wählen. Okay. Hinzufügen mit E. Aber ich habe jetzt nichts zum Verwerten. Okay, so, jetzt können wir Folgendes machen. Mal schauen, was kann ich denn schon... Ah, vom Bogen kann ich noch gar nichts machen. Schild kann ich auch noch nichts machen. Also es gibt noch keine Möglichkeit für mich jetzt hier irgendwie schon mal irgendwo Eigenschaften zu erlernen. Da muss ich natürlich jetzt erst noch viele Sachen suchen. Und dann kann man erstmal lernen und es dauert dann eine Zeit lang, bis man das dann hat.
Soweit weiß ich das schon. Gut, ja, dann haben wir wenigstens schon mal einen Bogen. Und den legen wir natürlich auch gleich an. Wo ist er denn? Ganz oben. Der macht nämlich mehr Schaden. Gut, hat die Verzauberung nicht. Ah, da ist natürlich die Frage. Gewährt 22% mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Waffengattung. Jetzt können wir mal Folgendes noch ausprobieren. Und zwar, was ist, wenn ich den wieder ablege und... Bewegung, Bewegung, Bewegung! Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. So, aber jetzt haben wir ja den Hieb des Aufsehers. Den fügen wir jetzt mal hinzu. Nein, Schmarrn, den wollte ich eigentlich jetzt... Ihr habt keine zu ver... Ah, wir haben keine zu veredelndes. Achso, herstellen. Verwerten. Genau, ich wollte den verwerten. Und jetzt verwehrt man den mal und schauen, was rauskommt. So, was ist jetzt rauskommen? Wo sehe ich das? Ihr konntet nichts Brauchbares finden. Da müssen wir wahrscheinlich grüne Waffen haben. Und so. Verwerten habe ich sonst gar nichts. Okay, gut. Ja, das war's dann schon. Jetzt ist der Bogen weg. So, dann rüsten wir jetzt den aus. Dann die Gamaschen noch. Und jetzt fehlen immer noch die Stiefel. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Rezept. Haltet eure Knie oben. Ah, kannst du doch nicht. Ihr könnt die Dädra nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Ja, Schweinepastete. Sonst haben wir nichts. Mal nochmal gucken. Das ist 38. Das ist besser. Gewährt beim Verwerten 21% mehr Inspiration. Gewährt 7 maximale Magika. Was nimmt man jetzt? Ich glaube, wir lassen die anders haben. Gewährt 6% mehr Erfahrung im Umgang mit dieser Rüstungsart. Ja, lass mal. Was wir jetzt machen, den können wir, glaube ich, wieder rausmachen. Ablegen. Brauchen wir nicht. Und... ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Genau. Gut, dann... können wir das jetzt wegschmeißen? Zerstören? Ja. Brauchen wir ja nicht mehr. Gut. So, jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo einen Händler finden. Was bist du? Ja, die Zähne an diesen Sägen sind flacher als meine. Gut, so, dann schauen wir mal. Das Zimmermanns Handwerk. Es ist ein Liebesdienst. Unerwidert, fürchte ich. Das und das. Was kann ich für euch tun? Und was haben wir denn sonst noch, was wir nicht brauchen? Das Holz, das tun wir gleich wieder zurück in die Bank. Das können wir verkaufen. Rohleder behalten wir, das braucht man nicht. Ja, das brauchen wir auch nicht. Die Weintrauben behalten wir noch einmal noch. Haben wir noch altes Fleisch? Genau, dann können wir da mit Weintrauben und altes Fleisch nochmal unser Koch ein bisschen hochbringen. Gut, so, machen wir auch gleich. Oh, was haben wir da? Irgendwo wird uns das angezeigt. Okay. Tiefer, müssen wir wahrscheinlich hier hinten rum. Mal schauen, was die von uns wollen. Würde ich dieses tragen, wenn ich doch nicht. Das sind Westen. Okay, gut. Zum Großen. Geht's hier rein, oder was? Ach, da ist die Kriegergilde. Na, ja, da stehen wieder Sachen rum. Oh! Da haben wir nochmal ein Buch. So. Lassen wir das mal, dass ihr die Möglichkeit habt, Pause zu machen, um das euch durchzulesen. Da warte ich immer ein paar Sekunden, weil dann könnt ihr auf Pause stellen, wenn ihr das wissen wollt. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich komplett da, und das war's schon, komplett jetzt durchlese, dann sind wir morgen früh noch nicht fertig. Gut. Dann. Ups. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, brauche ich wohl einen großen Kriegshammer. Oder zwei. Schauen wir, was wir hier noch irgendwo finden. Seid gegrüßt. Ja, hallo. Der ist leer.
Oh, ein Brief. Machen wir es genauso wie mit den Büchern. Boah, das ist aber ein langer Brief. Ja, das dauert. Eieiei. Mann, wie lang ist denn der? Ah, da sind wir am Ende. Gut. So, dann schauen wir mal. Willkommen in unserer Halle. Seid ihr mit der Gilde vertraut? Die Gilde? Die Kriegergilde. Ihr solltet darüber nachdenken, ihr beizutreten. Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Warum unterhalten wir uns nicht einen Moment? Klingt gut. Sprechen wir über die Kriegergilde. Hervorragend. Ich weiß, dass wir bald zusammen die Klingen zücken werden. Nun, was kann ich euch erzählen? Ihr hattet ein gemeinsames Ziel erwähnt. In Ordnung. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin. Sieht alle Farben. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre verdammten Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorströmen, um die gesamte Umgebung zu verwüsten. Schwere Kämpfe. Was erhalte ich im Gegenzug? Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Ich bin bereit, der Kriegergilde beizutreten. Ja, machen wir mal. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meinen Kameraden in der Kriegergilde willkommen heißt. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Ihr habt Glück, Kamerad. Sieht alle Farben, höchstpersönlich ist heute hier. Warum geht ihr nicht los und stellt euch ihr selbst vor? Sieht alle Farben. Ist ja so witzig, der Name. Ey, sieht alle Farben, wo steckst du? Da vorne steckst du. Hallo, sieht alle Farben, heißt sie wirklich so. Gildenmeisterin, sieht alle Farben. Kamerad, wir brauchen euch. Oh Mann. Werdet ihr an unserer Seite kämpfen? Was schwebt euch vor? Die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Bals Schergen. Was soll ich für euch tun? Zwei meiner Wächter untersuchen gerade den angeblichen Standort eines Ankers. Merik und Elef sind die Besten, die Gilde zu bieten hat. Trefft sie am Strand östlich von Vulkhilwacht. Von dort aus geht es weiter. Ich werde das erledigen. Ich weiß, dass ihr den Flusslauf ändern werdet, Kamerad. Sie untersuchen die Küstenlinie am Strand unterhalb des Leuchtturms. Der Kontrakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihn in Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Unsere Gönnerin ist bereit, auch mit Gold für ihre Prinzipien einzustehen. Und deshalb unterstützen wir ihre Ziele mit unserer Stärke. Erzählt mir von diesen dädrischen Ankern. Sie sind die Tentakel Kalthafens, die sich nach Nirn vortasten. Die Diener Molag Bals errichten dunkle Schreine zu seinen Ehren als Brückenköpfe für diese Schrecken. Dieser Kontrakt bringt viel klingende Münze ein. Und in diesen geplagten Zeiten brauchen wir einen Brennpunkt. Einen Fokus. Ja, die Rolle der Gildenmeisterin ist mir noch neu. Der Tod meines Mentors Jofnir Eisklinge hat die Gilde schwer getroffen. Er war bei der breiten Masse sehr beliebt. Ich hoffe, der Fluss trägt seine Seele an den Ort, an den sie getragen werden wollte. Könnt ihr mir mehr über Merik erzählen? Er ist ein stolzer Krieger der Rotwardonen, einer unserer Besten und ein Anhänger Stendars. Meriks vollständiger Titel lautet Entschlossenes Kriegshorn. Er hat geschworen, gegen die Brut des Vergessens zu kämpfen.